Und vergiss nicht, unseren neuen Kanal zu abonnieren. Jeden Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag um 12 Uhr eine neue Folge unseres Familienlebens. Der Link ist übrigens unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei meinem DM und Action Haul. Ja, ich war im DM, habe ein paar Pflegeprodukte und Kosmetiksachen mitgenommen. Und dann war ich noch bei Action und habe ein paar Herbstdeko-Sachen, generelle Deko-Sachen und ein paar Bastelmaterialien geholt. Und was genau, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich fange mit DM an und da habe ich mir jetzt mal diesen Mascara mitgenommen von Maybelline, den Colossal Go Chaotic Volume Express Mascara. Die Namen werden ja immer länger. Das ist so eine neue Mascara, die hat so ein Durcheinanderbürstchen. Ich nenne das jetzt mal so. Und das soll halt so einen chaotischen Wimpernaufschlag kreieren. Man soll dann halt einmal so tuschen und dann einmal so von rechts nach links und von links nach rechts. Ich habe das jetzt heute Morgen mal gemacht und habe das Ergebnis hier bekommen. Ich muss sagen, ich finde die von Essence, den Isle of Extreme Mascara, trotzdem viel besser. Also ich habe für das Ding jetzt 10 Euro ausgegeben. Ist zwar gut, ne? Ist in Ordnung, also macht schön lange Wimpern. Aber mit 3 Euro oder was kostet die Mascara von Isle of Extreme hier von Essence, ist es auch getan. Also ist jetzt kein Flop, aber ein bisschen zu überteuert, finde ich. Dann habe ich von Maybelline das Dreams Return Liquid mitgenommen. Das ist das hier. Und zwar ist es ein zart schmelzendes Make-up und die Poren werden wie unsichtbar. Das habe ich gerade drauf. Ich hatte heute Morgen ein kleines Prübchen davon benutzt, das war in der neuen L. Und ich fand das so gut, das deckt total gut und die Poren wirken wirklich wie verschwunden. Und ich fand es einfach so gut, dass ich es heute direkt geholt habe. Das hat auch 10 Euro gekostet, nee Moment, 8,95, also 9 Euro. Und ich habe das jetzt in der Farbe Sand geholt, 30. So. Und es hat nochmal einen Lichtschutzfaktor 13. Ja, sehr empfehlenswert. Also ich finde es echt gut. Deckt echt super. Dann habe ich von The Make-Up Expert diese Wattepads geholt. Die haben einmal eine normale Seite und dann haben die nochmal so eine rauere Seite. Und die finde ich echt gut, um ja, Make-up abzuwischen. Und da sind die wirklich sehr gut. Dann habe ich von Balea wieder so zwei kleine Cremes mitgenommen. gab es jetzt eine Best Wishes mit Veilchen und Fräschen. Fräschenduft? Riecht echt toll. Habe ich dran geschnüffelt. Und mit Orangen- und Grapefruitduft. Finde ich auch ganz gut. Auch schon probiert. Riecht sehr, sehr frisch. Und das hat so einen sehr warmen Duft. Dann habe ich ein paar Masken mitgenommen. Ich muss die mal eben hier raussuchen, weil der Rest Badeessenzen ist. Einmal von Balea das Lavendel Mousse, die Lavendel Mousse Maske für jeden Hauttypen. Entspannend soll die sein. Dann von Balea die Cremeölmaske mit Traubenkernöl und Vitaminen. Die soll intensiv und feuchtigkeitsspendend sein. Auch für jeden Hauttypen, da habe ich Gutes gehört. Und mit Traubenkernöl hatte ich schon mal ein Körperpeeling, das fand ich auch ganz gut. Und von Balea nochmal eine Feuchtigkeitsmaske mit Papaya-Extrakt. Die ist erfrischend und die ist für trockene Haut. Dann habe ich noch eine mitgenommen von Merz, die Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera und Joghurt. Die hört sich so richtig frisch an. Erfrischt und schenkt wohltuende Geschmeidigkeit, bestätigte Wirksamkeit. Ja. Und ein paar Badesalze. Einmal von Dresdner Essenz. Pflegebad mit Lavendelblütenduft.
Dann wieder von Dresdner Essenz die Abendruhe mit Rosenholzduft. Und von Balea das mit Vanille und Mandelmilch. Ich mag jetzt die etwas wärmeren Varianten so zum Herbst und zum Winter hin. Dann habe ich was für die Haare mitgenommen. Und zwar mag ich das jetzt, um mir die Haare so wellig zu machen oder lockig zu machen mit dem Glätteisen. Und da hatte ich noch nicht so einen Schutzspray. Jetzt habe ich das von Balea Trended abgeholt. Das beschützende Spray mit 220 Grad Hitzeschutz. Und ein Deo habe ich mitgenommen. Deo Spray von Balea. Das ist Fresh. Hier muss ich sagen, gefällt mir der Duft überhaupt nicht. Der ist mir zu her, also zu sportlich, zu frisch, zu männlich irgendwie. Also das werde ich dem Heiko weitergeben. Dann habe ich noch was für den Haushalt mitgenommen. Und zwar einmal ein Softlan Frühlingsfrisch. Und einmal ein Ajax mit 50% mehr Inhalt. Das ist auch dieses, wie heißt das? Frühlingsblumen. Das ist mein absolutes Bodenreinigungs... Was habe ich jetzt gesagt? Nee, Moment. Mein allerliebstes Bodenreinigungsprodukt. So. Und einmal ein Spülmaschinensalz von Denkmit. Das war mein DM-Haul. Ich habe nicht zu viel eingekauft. Es gab ja auch ganz viele neue LEs, aber ich habe dran geschnuppert und war jetzt nicht so meins. Und wenn irgendwas nicht meins ist, dann werde ich das auch nicht kaufen. Sonst steht hier immer alles rum und ich habe so viel im Backup und das möchte ich einfach nicht mehr. Im Anschluss des Videos zeige ich euch noch ein paar DM-Neuheiten, die es in den nächsten Tagen in den Drogerie-Geschäften zu erwerben gibt. So, dann mache ich mal weiter mit Deko. Ich habe gestern, von Kick habe ich das geholt. Das ist so eine Teekanne mit einem Cupcake, also eine Uhr ist es und ist so im 50-Style und ich möchte ja meine Küche so im Mint 50-Style fertigstellen und da fand ich die Uhr ganz schön für meine mintgrüne Wand. Dann habe ich noch diese zwei Magazinholder mitgenommen. Eins habe ich im Badezimmer stehen. Ja, was man nicht alles für den Mann tut, ne, damit das gemütlich auf Toilette hat und da gemütlich seine Zeitungen lesen kann, habe ich natürlich eins dann neben das Klo gestellt, damit er seine Zeitschriften da lagern kann. Und eins habe ich in Grau geholt, das habe ich fürs Wohnzimmer. Ja, da sind meine Zeitschriften und Alexandros Bücher, also Zeitschriften drin, Benjamin Blümchen und so weiter. Dann habe ich von Action ein paar Bilderrahmen mitgenommen. Und zwar in A4. Einmal zweimal in weiß und einmal in schwarz. Da kommen die Bilder rein von Prinz Eisenherz. Vom Daranda-Shop. Das Video zu Prinz Eisenherz kommt jetzt in den nächsten Tagen online. Dann könnt ihr sehen, was ich da Cooles bestellt habe, weil man kann sich da echt coole Texte aussuchen und auch individuell selbst gestalten, was auf so einem Print draufstehen soll. Und einen ganz großen Fotorahmen, der ist 30x40. Da kommt auch ein Bild von Prinz Eisenherz rein. Zwar habe ich ein größeres bestellt mit so einem Baum und da sind unsere Initialien eingraviert mit dem Datum, wann wir uns kennengelernt haben. Und das wollte ich jetzt hier an die Wand mit. Da irgendwo übers Bett, wo die ganzen Schmetterlinge sind, irgendwo daneben. Dann habe ich so ein Ablageboard mitgenommen. Schaut so aus. Das wollte ich auch hier fürs Schlafzimmer und zwar, jetzt drehe ich euch auch nochmal so mit. Also da, wo der Barockspiegel ist, unten drunter kommt der hin, dann kann ich da nochmal Bilderrahmen oder ein bisschen Deko hinstellen. Ja. Zwei einfache Kerzenhalter habe ich geholt. Die waren auch recht günstig, weil ich die mit euch dekorieren möchte herbstlich. Da kommen jetzt Blätter dran und Äste. Diesen Kerzenhalter habe ich auch geholt oder eine Blumenvase. Weiß nicht, eins von beiden ist das.
Auf jeden Fall will ich daraus auch herbstliche Deko mit euch erstellen. Und wo wir gerade bei Deko sind, habe ich noch ein bisschen Moos mitgenommen. 2 Packungen. Ja, damit möchte ich auch mit euch dekorieren. Dann habe ich ein paar Tannenzapfen gekauft. Ja, man kann sie auch selber suchen im Wald, ich weiß. Aber wir haben jetzt schon Kastanien und Blätter und Stöcke und alles weitere. Und die gab es jetzt nur für 80 Cent. Da habe ich jetzt die ganz normalen und noch ein paar weiß gefärbte mitgenommen. Die kann man dann auch für Weihnachten zum Basteln benutzen. Und einmal Kerzen habe ich mitgenommen. Die riechen wirklich mega toll. Die sind mit Black, Orchidee und Acai. Die riechen wirklich mega. Also wenn ihr Action in der Nähe habt, dann holt euch so Kerzen. Dann habe ich ganz, ganz viele Washi-Tapes mitgenommen. Und das ganze Moos klebt da irgendwie dran, weil die Moostüte kaputt war. So. Fangen wir hier an, also einmal in der Variante, dann einmal das, klebt auch noch das Moos dran, dann haben wir die Farben. Die hier. Und dann habe ich noch zweimal Weihnachtliches mitgenommen. Einmal das. Und einmal die Variante. Ja, zum Basteln habe ich dann noch ein paar Schleifchen mitgenommen. Die fand ich ja, ganz schön für die Weihnachtsdeko-Sachen, die wir gemeinsam basteln. Und hier habe ich einmal Paketband mitgenommen. Das ist auch für die Herbst- und Weihnachtsdeko. Einmal Klebespray. Und einmal habe ich so Knöpfe mitgenommen. Verschiedene. Ja, ein Knopfmix steht drauf. Und zwar wollte ich da einen Baum mit euch auf eine Leinwand gestalten. Ein Baum, den man halt malt und dann die Knöpfe als Blätter dazu nimmt. Kennt ihr vielleicht schon, ich habe es auch auf Pinterest entdeckt und ich fand die Idee total schön und ich wollte euch das mal zeigen, weil ich das für meine Do-it-yourself-Wand machen möchte. Im Flur die eine Wand möchte ich nämlich als Do-it-yourself-Wand nehmen und da alle Projekte aufhängen, die ich selber mache oder die ich mit Alexandro zusammenstelle. Und noch ein paar Kleinigkeiten zum Schluss. So eine Tupperdose. Weil durch den Umzug sind irgendwie alle meine Tupperdosen weg. Kaffee, Tassen. Ich weiß auch nicht, wo das alles hin ist. Und dann noch die Box hier. Da wollte ich jetzt die ganzen Bastelsachen reintun, damit die nicht rumfliegen. Einmal Heißklebestäbe für die Heißklebepistole. Und auch zum Basteln einmal Filz. Und zu guter Letzt, mir ist durch den Umzug mein Mixer kaputt gegangen und ich wollte letztens Muffins machen und da hat den Geist irgendwie total aufgegeben. Jetzt habe ich so einen Mixer geholt von Action, der hat nur 10 Euro gekostet, aber ich hoffe, der hält jetzt ein bisschen. Ja, auf jeden Fall zum Backen und zum Mixen ein Mixer. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Däumchen hoch wissen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und euch mein Kanal gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Abo von euch. Und natürlich wünsche ich euch einen schönen Tag wie immer. Bis bald!